Kopf. Hallo meine Freunde der Mitternachtssonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen wieder mal eine Runde Bed Wars, aber diesmal nicht auf Hypixel, sondern auf Gommel. Viel Spaß! Gut. Bett? Wo geht's hier hin? Was ist denn das für eine Map? Helikopter. Gibt's hier irgendwo einen Eisenspawner? Hier drin wahrscheinlich, ne? Hier ist der Dorfbewohner. Das ist ja ungefähr der... Naja, ich äußere mich jetzt da nicht dazu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Spielmodus auf Hypixel gefällt mir viel, viel besser. Ich meine, das ist meine eigene Meinung. Ich vermute auch, dass viele das gerade anders finden. Aber ich nicht. Ich würde sagen, wir spielen diese Runde jetzt Scheibenkleister. Nein! 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 Jetzt habe ich mein ganzes Inventar voll Schuhe. Okay, wir geben das mal hier unserer lieben Freundin. Die hat auch gleich ihr ganzes Inventar voll Schuhe. So, und jetzt sind wir ganz schnell weg. Tschüss. So, Helm. Ich vergesse immer, dass man auf Gommel nicht auf Shift drücken kann. Auf anderen Servern kauft man das ja einfach, aber auf Gommel, ja, steckt einen dann das komplette Inventar voll. Wir haben eigentlich nicht viel, aber wir gehen einfach mal mit dem Knüppel. Nochmal unser Team. Rot. Man muss ja ungefähr Bescheid wissen. Okay, wir haben einen getötet. Sehr gut. Hat jemand unsere Schuhe? Ist nun AFK, okay. Ah, unsere Schuhe sind weg. Bei irgendjemandem müssen sie geblieben sein. Pass auf, jetzt irgendwann bekomme ich die dann alle wieder zugesteckt. Ich sehe es schon kommen. Dafür eine eklige Wasserfläche. Gut. Wer hat die ganzen Schuhe? Wo sind die ganzen Schuhe hin? Also daraus wäre ich wirklich nicht schlau. Wo haben die die hingetan? Hier ist eine Kiste. Ah. Okay, also wenn es so ist, wollen wir noch ein paar Schuhe herstellen. Das käme mir jetzt eigentlich gut. Wir bräuchten nur Kisten. Ich gehe jetzt noch einmal mit dem Knockback-Stab in die Mitte. Und dann stellen wir einfach Kisten voller Schuhe auf. Das ist doch die absolute Idee. Gut, dann jetzt. Wir brauchen nur Eisen. Ah, hier, irgendwo. Hier. 4 Eisen, das ist eine Doppeltruhe. Boxen. So. Und jetzt. Auf jeden Fall lohnt sich das, weil ich meine, Schuhe braucht jeder. Jetzt wird es auch schon für Hosen genutzt. Das ist ja mal eine ganz neue Branche. So.
im Schutz. So. Ihr wisst, was zu tun ist. Schuhe. Oh, das hat leider nur für wenige gereicht. Eine sehr traurige Nachricht. Dann tun wir hier ein paar rein. Wir müssen es so machen, dass auf jeden Fall... Wie macht man das? Doppelklick oder... Ich verstehe das System dahinter noch nicht. Okay, also, ich würde sagen, das Eisen, was wir uns jetzt gönnen, und zwar 14, reicht fürs beste Schwert und für die beste Rüstung. Wir müssen jetzt leider auch ein bisschen auf Verteidigungszwecke achten. Hier können wir uns auf jeden Fall ein paar rausnehmen, sodass überall ein paar drin sind. Okay, da kommt ein Grüner. Okay, da kommt ein Grüner. Mach Backstab, schnell, schnell, schnell. Was? Da hat jemand unser Bett? Nein. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit... Ja, dieses Bild ist jetzt nicht besonders das Beste, ne? Das war's mit dieser Folge Bed Wars. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon wollt, drückt auf jeden Fall auf den Like-Button. Lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.